Jetzt kannst du dort Samen sehen. Versuch es mal. Mensch, hätte ich gedacht. Ja, würde ich gerne. Wie mache ich das denn? Ein Appetit-Tappen wäre jetzt genau das Richtige. Habe ich schon verstanden. Danke, ich liebe es. Oh, die müssen wir nochmal umarmen, die Gute. Mir geht es gut, danke. Na gut, dann vielleicht doch nicht. Ich muss erst echt jetzt in den Garten gehen. Okay. Macht natürlich Sinn. Und dann hier nochmal. Das noch. Und das letzte. So, viel Spaß. Wunderbar. Dein Daumen ist so grün wie dein Hut. Schon bald wird dieses Schiff ein gemütlicher, schwimmender Bauernhof sein. Vergiss nicht, dass du die Pflanzen wohl gelegentlich gießen solltest. Aber was weiß ich schon. Mein Wissen über das Gärtnern ist so beschränkt wie das Einfühlungsvermögen meines Vaters. Du solltest dir bessere Lehrer als mich suchen. Da fällt mir ein, ich glaube, es ist Zeit, dass du neue Leute findest. Versteh mich nicht falsch, ich liebe es, nur mit dir über die Ozeane zu fahren. Aber du bist die Seelenfährfrau. Und Seelenfährleute müssen Seelen finden. Und ja, ihnen helfen, ihre letzten Wünsche zu erfüllen, so profan sie auch sein mögen. Ich habe von einem Ort ganz in der Nähe gehört, wo vielleicht jemand deine Hilfe brauchen könnte. Und wenn er wirklich der ist, für den ich ihn halte, wirst du ihn sicher lieben. Los, stechen wir in See. Wo darf es denn hingehen? Passagier auf Birkensheim Bach oder in Hummelberg? Na, mal gucken. Hummelberg waren wir ja schon mal. Da bin ich übrigens ja noch, ne? Ja. Na, gehen wir mal woanders hin. Heißt das jetzt eigentlich, ich muss meine Gute hier loswerden? Yay! Gruppenkuscheln! Was macht man jetzt für... Haben wir schon wieder Licht hier? Nee. Oh, hätte ich gar nicht gießen brauchen. Ah, ich kann noch mal gucken, ob es hier andere Fischis gibt. Jetzt haben wir ja noch mal andere See. Naja, hatten wir zumindest. Na Mensch, ein Schuh. Barkensheim Bach entdeckt. Na, gucken wir mal.
Haben wir nicht hier schon mal? Die Effekte sind ja schon ein bisschen niedlich, ne? Du bist hier. Hör zu. Mir ist gerade eine Zitrone in den Tümpel dort gefallen. Meine Finger waren ganz klebrig. Sie ist mir irgendwie aus der Hand gerutscht. Warum? Gute Frage. Ich habe den ganzen Tag lang leckere Beeren gefuttert. Sieh dir nur mal meine Hände an. Echt jetzt? Ich habe experimentiert. Ich wollte ein bisschen Zitronensaft auf diese Wildfrüchte träufeln. Jetzt sind es aber nur ganz normale Beeren. Es sei denn... Sie ist gleich dort unten, im Wasser. Ich würde es ja selbst tun, aber ich muss mich um diese matschigen Beeren kümmern. Na Mensch. Er ist getrübt. Da. Da ist sie. Gibt es hier noch was? Sieht nur so aus. Ich brauche nur ein Taschentuch oder sowas. Ich möchte nicht, dass sie mit Beerensaft versaut wird. Egal. Kannst du die Zitrone für mich aufbewahren? Aber nicht ausquetschen. Moment mal. Vielleicht könntest du mir helfen? Auf dieser Insel gibt es nichts mehr zu essen. Mein Magen fühlt sich immer leer an. Vielleicht könnte ich dir sogar auf deinem Schiff helfen. Beim Kochen, Angeln und Bauen. Ich habe zwar meine Gewürze und Werkzeuge nicht dabei, aber wir werden schon einen Weg finden. Grübele nicht zu lange darüber nach. Lass uns einfach zu deinem Schiff gehen. Ja, jetzt habe ich direkt einen. Wenn die gute denn. Hier kann ich ja gar nicht reden. Stella. Wow. Dieses Schiff ist atemberaubend. Aber jetzt kommt das Beste, du kleine Gaunerin. Mach dich bereit für ein Familientreffen. Feuerwerk. Ich bin Stella, dein Onkel Atul. Überrascht? Hoffentlich positiv. Ich war schon eine ganze Weile auf der Insel. Ich kann es kaum erwarten, mit dir in See zu stechen und mir alles anzusehen. Ich hatte nur mich und meine Gedanken, aber jetzt habe ich dich, Keimling. Begeben wir uns auf ein großes Abenteuer. Los! Aber Moment mal, ist das ein... Knutschi, Knutschi. Aha. Das ist ein Seemeister 2000. Den habe ich noch nie in Aktion erlebt. Ich habe nur Gerüchte gehört. Damit soll man die größten und glänzendsten Fische fangen können. Wow, Stella. Du hast dir ja wirklich was Hübsches gegönnt. Aber Moment mal, da fehlen ein paar Schrauben. Lass mich raten. Du hast bisher hauptsächlich Müll an Land gezogen. Nun, damit ist jetzt Schluss. Du wirst den Unterschied sofort merken. Probier's mal aus für mich, alten Bewunderer. Na los. Na, was passiert jetzt?
Ja. Hui, ein Kalmar. Krass. Gucken, was als nächstes kommt. Ey, hier geblieben. Ich krieg dich. Meins. Sandgarnele. Oh, wie süß. Okay, das hat echt was gebracht. Gute Arbeit, Keimling. Die hatten keine Chance. Du gehst ja wirklich ran an die Sache. Deshalb bist du auch eine Expertin. Diese professionelle Angelvorführung hat mich wirklich beeindruckt. Da fällt mir ein, auf der Insel hatte ich dieses glänzende Ding in meiner Tasche. Ich habe keine Ahnung, wozu es gut ist. Vielleicht kannst du es behalten, damit es nicht verloren geht oder so. Oh, Junge, ich brauche eine Verschnaufpause. Oh, und übrigens, vielleicht bist du neugierig und hast es bereits versucht. Aber ja, das Wasser ist sehr salzig. Nun gut, ich werde mich mal etwas umsehen. Wenn dir danach ist, kannst du noch Herzenslust angeln. Eigentlich wollte ich dich gerade knuddeln, aber okay. Du hast zwei Obolusse. Erinnerst du dich noch an den Schrein in Hummingberg? Ich würde versuchen, sie dort zu spenden. Mit etwas Glück passiert etwas Fantastisches. Falls nicht, hast du wohl deine Zeit verschwendet. Du solltest es herausfinden. Na super. Das ist ja... Dann fahren wir wohl nach Hummingberg. Nachdem die beiden jetzt hier gepennt haben. Obwohl, ich kann ihr ja noch was zu futtern geben. Nein, nicht hinsetzen. Ah. Ich liebe Seelentröstergerichte so sehr. Stimmung. Muss ich die noch umarmen? Na, du bist gerade am Essen, ne? Gucken wir mal mit dir hier. Yeah, Gruppenkuscheln. Eine kleine Umarmung versüßt mir immer den Tag. So, dann könnte ich ja noch mal gucken, was wir in der Küche mit den neuen Gerichten machen können. Rezepte. Okay, also zeigt mir nur das an, was ich schon kann. Gucken wir mal, was können wir denn damit machen? Oh, das brauchen wir ein Weilchen. Dann können wir in der Zeit mal angeln gehen. Und neue tolle Sachen rausfischen. Wertvolle Halskette. Cool. Da sagt doch einer, mal angeln lohnt sich nicht. Angeln ist total entspannend. Yeah, noch ein Kalmar. Ups, das ging nun mal schief. Wer weiß, was für ein Tier da dran war. Voll die fette Beute entkommen. Das wird ja ein dicker Fisch hier, so wie der hier am Kämpfen ist. Eieiei.
trockener Kopf. Seezunge, krass. Um Gottes Willen. Komm zu Mama. Der ist aber hartnäckig. So ein Vieh hier. Habe ich zwei Sachen gekocht? Wusste ich gar nicht. Wow, das wird auch ein Mördervieh hier. Gar nicht so einfach. Komm schon. Na gut. Ach guck, eigentlich kann ich die aufwecken. Dabei können wir ja noch ein paar Kisten vielleicht mitnehmen. Wo müssen wir überhaupt hin? Da müssen wir hin. Okay. Ja, ich kann mich immer nicht so entscheiden. Na komm. Wir brauchen ja neue Samen, wenn ich hier bald ernten kann. Mal gucken, was wir jetzt auf der Reise hier Schönes fangen. Ja, super. Das hat sich ja richtig gelohnt hier. Eigentlich heißt es doch, wenn... Ups, auch nicht aufgepasst. Wenn das Wetter so schön ist, beißen die Fische doch so prima. Was ist denn jetzt los? Wieso ist ein... Ah ja, ich bin jetzt in den Kisten. Nun komm, ich hab noch was vor. Hopp, hopp. Ist ja gar nichts. Garnelencocktail. Kick mal an. Was haben wir denn noch im Angebot? Großer Fisch. Den haben wir noch nicht gemacht. Das nenne ich mal ein Unwetter. Keine ehrenwerte Person würde zulassen, dass ihre Freundin vom Blitz getroffen wird. Aber ich denke, du solltest es mal versuchen. Du hast das Immerlicht. Es wird dich beschützen. Die Blitze erzeugen dort Funken, wo sie einschlagen werden. Lauf zu diesen Funken. Ah, fast hätte ich es vergessen. Hast du eine leere Flasche? Wenn du eine leere Flasche hast und vom Blitz getroffen wirst, erhältst du einen abgefüllten Blitz. Ist das nicht irre? Diese Welt. Abgefüllte Blitze sind eine ziemlich praktische Ressource, also sei immer darauf vorbereitet. Hier habe ich zum Anfang ein paar Flaschen für dich. Aber keine Sorge, sie sind leicht zu finden. Mach dich auf den Nervenkitzel deines Lebens gefasst. Okay. Was muss ich jetzt machen? Blitz. Hier. Ups. Das war nicht gut.
sich aber einmal keine Flaschen mehr drin sein. Ah, guck mal, hier gibt es so ein. Sowas wie so ein. Naja, Bereich, wo es gleich einschlägt. Das ist natürlich unpraktisch zu finden. Sind wir durch? Scheint so. Eine kurze Zeit lang war ich mir nicht sicher, ob du es schaffen würdest. Du hast deinen alten Onkel einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hast du den Donner gespürt? Wie aufregend! Du hast beim Einfangen der ganzen Blitze überall an Bord eine ziemlich gute Figur gemacht. Danke, dass du die beste Kapitänin bist, die ich mir wünschen könnte. Ja, gerne. Immer noch. Jo, immerhin 3 Essen. Na Mensch. So. Was magst du denn? Nicht die beste Zeit. Okay, hast du Hunger? Hat Hunger. War mir doch klar. Nahrung. Beim Kochen. Ja, was isst du denn gerne? Nehmen wir mal sowas. Oh, Junge. Ich liebe Essen einfach. Immer her damit. Darum kann ich nie genug bekommen. Gut, dann hat sich seine Stimmung damit mal wieder. Mag alles, das ist prima. Oh, oh, muss ich mal runter. Cool. Geht noch mehr. Müll aufsehen, ja. Nur nicht zum Verwenden. Hier gibt's nichts weiter. Okidoki. Dann war's das wohl schon. Obwohl, hier ist noch was. Warte mal, kann man das nehmen? Tatsache, leere Muschelschale. Schnell, spring ins Wasser, da treiben Wrackteile. Die sollten hilfreiche Materialien enthalten. So schlau war ich schon. Aber danke für den Hinweis. Oh, da gibt es noch mehr. Niesmuscheln. Na. Noch mehr? Kann man bestimmt auch essen. So, da brauchen wir das Wasser. Ach gut, kann ich schon ernten. Denn noch Samen? Gießen. Kaffeesamen. Perfekt. Ich habe dieses merkwürdige Gefühl, ich habe ziemlich großen Hunger. Ach, jetzt auf einmal. Danke, ich liebe es. So, wir wollten nach Dingsbums wegen dem Schrein.
Das war doch hier oben irgendwo. Tada. Ich freue mich, dass du mit mir reden möchtest. Wie schon erwähnt, benötigen wir mehr Leute auf diesem Schiff. Neue Passagiere. Irgendwo muss es sie geben. Verlorene Seelen, wie ich eine war. Na gut, vielleicht nicht ganz genau wie ich. Wir sind einige... Was war das denn? Mir sind einige Dinge bewusst, die vielen vielleicht gar nicht auffallen würden. Deshalb war Vater mir gegenüber wohl immer misstrauisch, was Mama mir zum Vorwurf gemacht hat. So, so. Wer weiß, was du da angestellt hast.